Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind zurück. Wir sollen jetzt Apollodoros treffen, der ist aber nur bei Nacht anwesend. Das heißt, wir meditieren mal, auf dass es Nacht wird. Der Mond geht auf, die Sonne unter und wir landen in einer Sequenz. Apollodoros. Du da! Willst du mich töten oder kommst du als Freund? Als Freund. Bayek von Siva. Dann hilf mir, bitte. Du bist Ayas Magi, hä? Noch andere Überlebende? Nur Damastes. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle, was ist damit? Damastes hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esel sie nicht? Kleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler? Eudorus ist tot. Hä? Gut gemacht. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastes und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Aya mir beschrieben hat. Okay, alles klar. Bayek findet es nicht so toll. Wir haben eine nächste Mission. Wo ist dieser Damastes? Er sollte an den Kais im Hafen von Kanopos sein. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese Schriftrolle liest. Da ist er gefangen. Wir haben 1, 2, 3, 4. Oh je, Mine. Jetzt können wir die Feinde endlich mal markieren, sodass sie gut markiert werden. Das ist schon mal gut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 Stück, wenn ich das richtig gezählt habe. Oh oh. Na dann. Klasse Sache. Wir sollen ihn finden und retten. Triere in Menalite. Okay. Halt! Bleib stehen! Ist das hier Sperrgebiet? Hier sollte ich vorsichtig sein. Moin. Oh fuck. Der hat mich gesehen. Klasse. Ja, kommt. Oh lol. Ich bin mal weg, Freunde. Geschmeidig kurz ums Eck. Reimt sich sogar. War nicht beabsichtigt, aber gut. So. Ist hier kein Sperrgebiet mehr. Oh lol, wer sieht mich denn immer noch? Oh, Bayek kann hier gar nicht raus. Dann gehen wir mal darüber und dann gucken wir mal, wer hier eigentlich Stress mit uns will. Sind die immer noch hinter uns her? Da hinten ist einer am Rumgeigeln. Und das soll uns jetzt mal egal sein. Wir gucken mal kurz. Hey! Hey! Oh, klasse. Was? Da! Was? Nochmal vier. Helft mir! Ihr mal, wollt hier jetzt drüben! Komm mal von deinem Pferd runter. Klar, es hackt. Oh, Freunde, jetzt ist mal Schluss mit lustig. Ja, komm doch her. Okay, das waren die Kollegen. Ich muss mal ganz kurz hier, statt dem Speer, da lege ich mir das Schwert hin. Dann kann ich nämlich immer umschalten zwischen den Waffen. Ich nehme mal das Schwert, weil es schneller ist und man damit mehr Kombinationen machen kann. Ja, wir sind eh schon im offenen Konflikt. Deswegen dachte ich mir, ja, wir können es mal machen hier. Kein schwerer Schuss. Ich hab das Ziel in Sicht. Können wir nämlich die Kombination hier machen. Hier drüben. Okay, das war er. Damit sind wir hier vorerst durch. Kein schwerer Schuss.
Kein schwerer Schuss, so. Ist dem so. Ich kann da nicht durchschießen, okay. So ist gut. Bleib mal so. Danke. Hab dich! Und da kommt noch einer. Stirb, du Sau! Moin. Und ich bin keine Sau. Nur mal. Just for information. Just to know for you. Da ist noch ein Schatz. Den nehmen wir natürlich mit. Oh, neue Jagdbogen. Geil. Moment. Geil. Das ist natürlich edel. Der hat fast doppelt so viel Schaden. Das freut mich. Moin, Leute. Weg ist er. Ganz easy Sache. Ich bräuchte mal nur demnächst wieder Pfeile. Aber ich glaube, das ist nicht so das Problem. Was? Hey! Duck dich, Bayek. Hey, was? Geh runter, Bayek. Was hast du hier verloren? Oh, moin. Hey, hat man dich zu Eis gebadet? Was? Du kannst nicht fliehen! Hey, zu mir, Brüder! Okay, der ist weg. Der ist nicht so das Problem. Und der Rest ist hinten unten. Ich muss hier in meinem eigenen Dreck schlafen. Ich würde aber sagen, wir räumen erst kurz die vier Kollegen auch noch weg. Einfach nur das Prinzip, nicht, dass wir hier noch mehr Probleme kriegen. Wenn der sich da, einer von denen wieder umdreht, könnte ich mit Attentaten anfangen. Ich glaube, das war's dann mit Wachen hier. Also wir haben bis jetzt gut aufgeräumt. Für Pfeile habe ich noch 6 Stück. Das ist noch gut zu wissen. Jetzt aufstehe, sieht er mich wahrscheinlich. Ich krieg den wahrscheinlich nicht mit einem Headshot kaputt. Beziehungsweise tot. Kaputt ist ja auch so gut. Ich würde gerne einen mit Helm als Attentatsziel erwischen. Du hättest nicht herkommen sollen! Ey, Kollege, das ist nicht die feine Englische. Okay, wir lassen uns mal kurz unser Leben regenerieren. War ein bisschen knapp gegen Ende, habe ich nicht so kommen sehen, aber gut, es hat funktioniert. Und der neue Bogen ist echt wertvoll. Da hinten hat es noch Pfeile, die nehmen wir erstmal mit und dann befreien wir Damastes. Wahrscheinlich hatte die Schriftrolle nicht mehr und wir müssen die auch noch irgendwo holen. Munition ist voll, okay. So, Damastes, dann komm mal raus. Hol mich hier raus! Ja, ja. Oh, okay. Gütiger Amun, rette mich! Danke. Das war äußerst ungemütlich da drin. Du hast sie alle getötet. Bastarde, das hatten sie verdient. Bring mich in Sicherheit, dann reden wir. Oh, klasse, jetzt müssen wir ihn eskortieren, okay. Schauen wir mal. Wie viele Gegner uns unterwegs noch so auflauern. Können wir wenigstens Pferd nehmen? Ist das möglich? Oder müssen wir alles zu Fuß machen? Scheint so. Wir werden ja alles zu Fuß machen müssen. Da hinten steht unser Pferd, geradeaus. Aber er will woanders hin. So, das nehme ich mal noch mit. Wo will er denn hin? Auf ein Schiff? Oder auf ein Boot? Schiff ist ja auch. Ich hätte sie alle selbst umgebracht. Oh. Aber der dumme Käfig war einfach zu stabil. Okay. Oh. Nochmal nach. Du bist kein Gegner. Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest. Ja, ja, dann... Okay, jetzt wollen wir mit dem sprechen. Was soll der Tumult? Apollodoros hat mich geschickt. Gib mir die Schriftrolle. Schriftrolle? Ich habe keine Schriftrolle. Natürlich. Du solltest sie beschützen. Ich habe sie auf dem Schiff versteckt. Ich wollte nicht, dass sie in die falschen Hände fällt. Klasse. Und wo ist das Schiff?
Auf dem Grund des Sees. Sie haben es versenkt. Nun gut. Ich hole sie. Apollodoros wartet am Leuchtturm auf dich. Ich sag ihm, dass er dich beim gesunkenen Schiff findet. Na, klasse. Okay. Dann finde die Schriftrolle im See von Kanopos und berge sie. Ja, moin. Kleine Runde schwimmen, dann eine kleine Runde tauchen. Super. Aber gut. So ist das halt mit den Missionen. Man denkt sich immer, wie beschränkt können die Leute eigentlich sein. So, dann willst du mich über den Haufen fahren, aber was ist bei dir los? Geht ja gar nicht. Hallo, hier. Schwimmender Matschei, lass mich in Ruhe. Auf jeden Fall ist es immer so typisch mit Missionen, wo man sich denkt, wie beschränkt kann man eigentlich sein, aber gut. Ich kann es nicht ändern. Da hinten ist irgendwas. Also Missionsziel. Irgendwo hier underwater. Da. Ja. Schwupps. Da ist das Schiff. Hey, ich hab die doch gefunden. Was denn noch alles? Da ist noch ein Schatz. Ist ja egal, aber... Achso, ich habe aus Versehen Senju gerufen. Jetzt weiß ich, was passiert ist. Ich dachte gerade, hä, warum kommen wir jetzt wieder auf Senju? So, da haben wir's. Schriftrolle. Yo, wie lange braucht er denn dafür? Okay, die dann. Verdammte Schriftrolle. Neck. Oh, auftauchen ist A. Okay. Übergib Apollodoros die Schriftrolle. Da hinten ist ein Nilpferd im Wasser. Da sollte man vielleicht nicht unbedingt hin. Wir müssen aber sowieso darüber. Neuer Ort entdeckt. Versunkenes Serapeum. Auch irgendwo. Und nach der Quest sind wir wahrscheinlich Level 13. Da haben wir 2 Fähigkeitenpunkte. Und können uns die nächste Fähigkeit aussuchen. Das wird auch cool. Mal schauen, es gibt so viele geniale Fähigkeiten. Man hätte am liebsten sofort alle auf einmal. Aber gut, da wartet der Apollodoros auf uns. Dann schauen wir mal, was er so zu sagen hat. Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Vielleicht. Okay. Na klasse. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompeius gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt auch fahren. Oh, cool. Wir treffen also. Wie passt Arya in diese Geschichte? Ihr Vetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Arya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Philaketei von Alexandria getötet habe, Gennadius. Gennadius? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philaketei sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodoros tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker Anführer zu sein. Wir glauben, dass Eodoros die treibende Kraft hinter Ptolemäus war und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. Alles klar. Wir sollen Ptolemäus, sage ich schon, Apollodoros zu seinem Anwesen bringen. Erstmal schauen wir hier rein. 2 Punkte, das hier wollte ich machen. Den Bewegungspfad von Leuten kann ich dann angucken. Dann kann ich mit Senju gucken, wie Wachen laufen. Das ist, glaube ich, echt praktisch. Das nehme ich mal mit. Und als nächstes können wir hier auch machen. Heimlichen Kill mit dem Bogen für 3 Sekunden eine Zeitlupe. Kostet halt 3 Punkte, aber ja. Das ist dann schon echt krass. Okay, dann komm mal mit, Apollodoros. Ich nehme mein Pferd, wenn es dir nichts ausmacht.
Kommt der auch mit hier drauf oder wie sieht's aus? Tut er, okay. Na dann machen wir so und so und lass uns zu Kleopatra reiten. Es wird ja ein bisschen kritisiert, dass Kleopatra zu stark sexualisiert dargestellt wird im Spiel. Ich kann da selber noch nichts dazu sagen. Ich habe halt nur die Kritik gelesen. Das können wir uns jetzt dann in der nächsten Zeit anschauen, wenn wir mit Kleopatra zu tun haben. Und dann kann ich mal meine Meinung dazu bilden, wie es denn aussieht. Schauen wir mal, was der Apollodoros für eine Villa hat. Ob der so ein, naja, so wie es da hinten aussieht, hat er schon einen ganz schönen Prunkklotz da stehen. Ja. Können wir ihn nicht einfach rausschmeißen und bei ihm einziehen? Also, wäre jetzt nicht so ganz schlimm da zu wohnen. Da wären wir. Die Villa ist gleich vor uns. Apollodoros Anwesenort entdeckt. Jep. So. In der Villa erfährst du mehr. Die Gut. Königin genießt das Leben der oberen 10.000. Ich bin froh, dass mit Aya endlich etwas Vernunft in Kleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Na, schauen wir mal, ob Bayek das so hinkriegt. Ich kann's kaum erwarten. Ich auch nicht. Komm her, fang mich! Fang mich! Komm her zu mir, ihr beiden. Ja, ich versichere mit ihrem Mann erwischt. Es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge, sie ist nicht nachtragend. Mit Bienen? Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. So wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehoto Eknepschebe? Meine Königin, das ist er. Nun. Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. Ich glaube, Aya und Bayek sind ein sehr, sehr, sehr gutes Team. Ah, Pascharemta. Das sind Aya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Heodorus war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der, der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben, im allerheiligsten Gizeh, hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist,
dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Eodorus war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der Ka unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Und morgen werden dann die ganzen anderen Pfeifen, die noch übrig sind, platt gemacht. So, jetzt sind wir also Magi der Pharaonin, Magi von Kleopatra. Das ging ja fix. Tschüss, Aya. Bayek hat jetzt was vor. So, die Schönheit Ägyptens, klassische Herausforderung abgeschlossen. Goldenes Magi-Abzeichen. Schuppen des Krokodils, yo, Stufe 25, alles klar. Stich des Karabäus, Stufe 15, das klingt schon besser. Die Maske der Echse, Stufe 21, ist keine gute Idee. Und die Hyäne, Stufe 20, auch nicht so eine gute Idee, das heißt... Ich sagte doch, sie soll sich beeilen! Senju kommt mal vorbei. Ja, wir schauen mal ganz kurz Ziele. Ja, 5 Stück haben wir ausgeschaltet. So wie das aussieht, gibt es doch jetzt hier erst die 5. Dann die 4, dann 3, dann 2 und dann ein Oberguru. So sieht es doch aus. Ich glaube, so wird das auch hundertprozentig kommen. Also die nächsten Ziele sind auf jeden Fall die Echse, das Krokodil, die Hyäne und das Karabäus. Und hier haben wir jetzt die ganzen Quests, 4 neue Hauptquests. Das Karabäus ist der erste, der dran glauben muss von der Stufe her. Im Inventar haben wir das goldene Matcher-Abzeichen neu. Fähigkeitenpunkte haben wir keine, haben wir ausgegeben. Und jetzt eine Nebenmission, wenn wir schon mal hier sind. Ruja, wo treibst du dich rum? Du, Neb, bist jung und deine Beine sind kräftig. Genau richtig. Vor kurzem kam eine Taube an. Ich schickte Ruja, sie zu holen, aber sie ist so unzuverlässig. Vermutlich himmelt sie den Waffenmeister an. Wenn ich sie sehe... Wie auch immer, ich will den Brief. Laufe zum Taubenturm und hole ihn. Neuigkeiten sind sehr wichtig dieser Tage. Sicher, Verwalter. Ich sehe, was ich tun kann. Alles klar. Das Wiesel. Erreiche den Taubenschlag. Wo müssen wir denn hin? Nach da hinten. Das machen wir jetzt. Naja, ich gehe mal zum Taubenschlag. Wo muss ich denn hin? Komme ich da oben raus? Ja. Ups. So. Die Tauben sind ganz aufgeregt. Was ist denn passiert? Tja,
Was auch immer passiert ist, wir erfahren es erst in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Leute.